Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinem Videokanal begrüße ich Sie herzlich zum Thema 3-Tage-Fieber. Das 3-Tage-Fieber ist eine klassische Kinderkrankheit, es wird durch Viren hervorgerufen und so gut wie jedes Kind macht diese Erkrankung durch, aber nicht bei jedem Kind merkt man es. Sie ist im Prinzip eine relativ harmlose Krankheit und deshalb ist sie nicht so bekannt wie zum Beispiel Masern oder Windpocken. Dieses 3-Tage-Fieber ist eine undankbare Krankheit für uns Kinderärzte, weil wir können die Diagnose für diese Erkrankung erst am 4. Tag stellen. 3-Tage-Fieber bedeutet, das Kind hat 3 Tage Fieber. Und zwar hohes Fieber. Das ist das Charakteristische dieser Erkrankung. Dieses Fieber ist in der Regel zwischen 39 und über 41 Grad. Und das Besondere auch ist, dass dieses Fieber kaum zu senken ist. Also egal, was Sie machen, ob Sie Fieberzäpfchen oder Fiebersaft geben, es geht kaum unter 39 herunter, auch nicht besonders lang. Und das ist das, was viele Eltern beunruhigt. Aber, und das ist auch das Besondere bei dieser Erkrankung, den Kindern geht es trotz diesem hohen Fieber relativ gut. Im Gegensatz zu manch anderen Krankheiten sind diese Kinder relativ gut drauf. Sie lassen sich gut beruhigen auf dem Arm. Natürlich brauchen sie mehr Pflege als ein gesundes Kind. Aber sie trinken in der Regel ganz ordentlich, was das Wichtigste ist. Sie essen ab und zu und happen und können meist auch einigermaßen gut schlafen. Also das ist das Besondere. Die Kinder haben hohes Fieber, aber es geht ihnen dabei nicht allzu schlecht. Ja, und dann, nach 3 Tagen, verschwindet dieses Fieber. So wie es kam, geht es auch wieder weg, plötzlich. Und dann erscheint das Exanthema subitum. Das ist der medizinische Name für das 3-Tage-Fieber. Der Ausschlag, der plötzlich erscheint, Exanthema subitum. Und das Besondere an diesem Ausschlag ist, dass er nicht juckt. Er bietet ein buntes Bild. Das bedeutet, es sind rote Flecken, die klein sind und groß sind, ineinander überschwimmen. Und sie beginnen meist, diese Flecken, im Leistenbereich, im Unterbauchbereich und breiten sich dann über den Körper aus. Sie sind beim einen Kind ganz deutlich zu sehen und beim anderen ganz schwach. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum man es nicht immer erkennt, dieses 3-Tage-Fieber. Aber es juckt nicht. Und deshalb braucht man auch überhaupt nichts machen. Es gibt dieses 3-Tage-Fieber in bestimmten Variationen. Das heißt, nicht immer geht das Fieber 3 Tage, manchmal nur 2, manchmal auch 4. Und nicht immer, wie habe ich schon erwähnt, ist dieser Ausschlag auch deutlich zu sehen. Normalerweise hat man dieses 3-Tage-Fieber nur einmal, weil durch das Durchmachen der Erkrankung man immun geworden ist. Aber es gibt eben Virusinfekte, die ähnlich wie beim 3-Tage-Fieber mit Fieber einhergehen und auch einen Hautausschlag machen. Aber dieser Hautausschlag ist meistens gemeinsam mit dem Fieber vorhanden. Und da kann man das eben voneinander unterscheiden. Beim 3-Tage-Fieber ist das Fieber weg und der Ausschlag kommt. Und dem Kind geht es eigentlich die ganze Zeit relativ gut. Eine wichtige Besonderheit möchte ich auch noch erwähnen zum 3-Tage-Fieber. Das weiß ich nach 30 Jahren Kinderheilkunde. Häufig ist der erste Fieberkrampf in Verbindung mit dem Fieber beim 3-Tage-Fieber. Das bedeutet, die Kinder, die zum Fieberkrampf neigen, haben oftmals, wenn sie die Krankheit haben, den ersten zerebralen Fieberkrampf. Und deshalb ist es mir wichtig, dass Sie das zum Anlass nehmen und mein Video über den Fieberkrampf jetzt anschauen, weil dann wissen Sie zumindest, wie Sie in einem solchen Fall dann reagieren können.